Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge von Vince Privat und vorläufig letzten Folge. Dazu später mehr. Ich habe mir gedacht, wir machen mal einen schönen Spaziergang durch den Wald. Ich wollte eigentlich jede Menge Videokram zusammenschneiden und was ich aufgenommen habe im Urlaub, denn ich war im Urlaub, darüber gibt es hier zu berichten. Ja, wir waren in Tunesien am Strand und in der Wüste, bisschen Buggy fahren, bisschen Quad fahren, bla bla bla. Eigentlich hatte ich das alles schön aufgenommen mit meiner Billig-GoPro, die ich mir aus China bestellt habe. Und die Aufnahmen sind auch vorhanden. Aber das ist dann doch irgendwie zu Änderungen gekommen jetzt in meinem Plan. Von daher nur die Kurzinfo, wo ich war, und das sollte eigentlich reichen. Außerdem, mein Summer Car wurde gefordert, gibt es leider auch nicht mehr, denn ich werde diesen Kanal bis auf Weiteres erstmal auf Eis legen. Ich habe mir eine Oculus Rift gekauft, ich habe mir ein neues Lenkrad gekauft und ich musste deswegen meinen Computer vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer transportieren, weil ich einfach im Schlafzimmer nicht genügend Platz hatte, mit der Oculus effektiv zu spielen. Das heißt, auch dieses Raumfeature und die beiden Controller vernünftig zu nutzen, sodass mein Computer jetzt ins Wohnzimmer gewandert ist. Hier im Wohnzimmer herrscht eine ganz andere Akustik, ihr hört das auch, ich habe das Mikrofon, womit ich sonst, was ich mir extra für YouTube gekauft habe, womit ich sonst die Aufnahmen gemacht habe, das habe ich gar nicht angeschlossen, das liegt im Moment rum. Der Computer steht auf dem Tisch, das heißt, den hört man dann im Hintergrund rauschen, wenn ich hier was aufnehme. Ich habe jetzt auch die Soundeinstellungen alle nicht so optimal gemacht, wie ich das normalerweise mache. Das heißt, dieses Video hier wird qualitativ wahrscheinlich nicht unbedingt das Beste werden, sein, wie auch immer. Aber finde ich jetzt auch nicht schlimm. Was hat mich sonst noch zu dieser Entscheidung bewegt? Ja, weiß ich nicht. Ich komme einfach nicht dazu, im Moment Videos zu machen. Okay, ich habe momentan wieder frei. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich auch irgendwie einfach gar keine Lust dazu habe. Ich weiß nicht, was ich spielen soll. My Summer Car ist mir irgendwie langweilig. Forza ist mir irgendwie langweilig. Und das ist alles immer nur das Gleiche und das langweilt mich. Ich habe keine Lust, so ein Bullshit-Content auf YouTube hochzuladen. Und das ist aber, was es im Moment in meinen Augen irgendwie ist. Weil, ich weiß nicht, mir macht es einfach keinen Spaß. Ich müsste viel mehr Arbeit und Zeit in die Videos investieren, anstatt einfach nur aufnehmen, rendern, hochladen. Müsste ich ein bisschen was da reinschneiden, ein paar schöne Effekte machen. Es gibt so tolle YouTube-Videos, die mich so begeistern und beeindrucken. Ich bin ja selbst auch YouTube-Zuschauer, logischerweise. Aber das ist, wenn ich dann darüber anfange nachzudenken, so, wenn man so ein YouTube-Video guckt, so ein richtig cooles, was einem selber richtig gefällt, dann denkt man sich, boah, das ist voll geil. Sowas könntest du, oder man findet dann so einzelne Features, so, das könntest du ja eigentlich bei dir auch einbauen. Und das und das und das. Und dann denkt man sich, okay, aber jetzt steckt da Arbeit hinter. Und dann überlegt man über die Arbeit, die da eigentlich hintersteckt. Und sieht dann, dass man eben in dem einen YouTube-Video 10 Stunden Arbeit drinstecken. Oder selbst wenn es nur 7 sind oder so. Das passt einfach nicht in meinen Zeitplan. Dann wären die Videos qualitativ so, wie ich mir meine eigenen Videos eigentlich vorstellen oder wünschen würde. Nicht mal, dass ich dann irgendwelche Ideen von anderen geklaut hätte, sondern einfach nur, dass, ja, die Arbeit machen sich andere Leute, die könnte ich mir eigentlich auch machen. Das ist jetzt nicht irgendeine spezielle Idee, sondern, wie gesagt, einfach nur Sachen reinzuschneiden oder Bilder mal irgendwo einzufügen oder so wie jetzt. Urlaubsvideos teilweise damit einfließen zu lassen, weil da ist ja nichts, wo man irgendeine Person drauf erkennt oder so. Ich habe teilweise Videos gemacht, wo ich einfach nur mit dem Quad da durch die Wüste heize. Das könnte man natürlich super einfach hier mit reinschneiden und das wäre auch garantiert keine 10 Stunden Arbeit, aber dann müsste ich das wieder alles doppelt und dreifach rendern und die ganzen Ladezeiten dazu und währenddessen könnte ich meinen Computer nicht benutzen, bla bla bla. Ja, und das alles insgesamt führt dazu, dass ich jetzt vorläufig erstmal die Entscheidung treffe, auch noch aus ein paar privaten Gründen. Ich muss mich mal ein bisschen auf andere Sachen konzentrieren. Und vor allem auch mal wieder auf meine anderen Hobbys konzentrieren. Ich habe schon bestimmt ein Jahr lang die Flugzeuge hier nicht mehr geflogen, die ich hier rumstehen habe, und die Kopter. Und da bleibt wahrscheinlich einfach nicht die Zeit und auch nicht die Lust für YouTube dann übrig. Ja, was soll ich dazu weiter sagen? Das ist ein bisschen schade natürlich für die Leute, die sich die Videos regelmäßig angeguckt haben. Das tut mir auch leid für euch. Aber ich denke, ihr habt Verständnis dafür. Ansonsten bin ich ja für alle nach wie vor auf dem Teamspeak Steam erreichbar. Die Sache mit der Gamescom steht natürlich auch noch aus. Am Donnerstag, am 24. ist ja jetzt nicht mehr lange hin. Ich denke mal, Tickets werdet ihr jetzt keine mehr kriegen, wenn ihr noch keine habt.
Aber ich sollte da auf jeden Fall anzutreffen sein. Ich werde mir Mühe geben, irgendwie eine Jeanshose und ein rotes T-Shirt anzuziehen. Oder einen roten Pullover, mal gucken, je nachdem, wie kalt oder warm es wird. Ansonsten auch eine rote Jacke im Zweifel. Also ich werde obenrum irgendwas Rotes tragen. Hoffe, dass so viele Leute da in Rot nicht rumlaufen, wenn irgendwer mich da noch entdecken möchte. Ich habe schon gesehen, Forza 7 wird auf der Gamescom, glaube ich, vorgestellt. Da werde ich auf jeden Fall anzutreffen sein. Das möchte ich mir gerne angucken, außer die Schlange ist ewig lang. Arma, falls Bohemia da ist, ich habe noch nicht genau geguckt, natürlich hochinteressant für mich. Und ansonsten ja, überwiegend so Simulationskram und vielleicht auch mal einfach am Cola-Stand gucken, weil da werde ich wahrscheinlich auch oft sein. Wir sind eine Fünfergruppe, eigentlich relativ auffällig, wenn man uns kennen würde, aber da die meisten meinen Freundeskreis oder diese enge Gruppe, die da mitkommt, jetzt nicht kennen, natürlich ein bisschen unwahrscheinlich. Aber ihr könnt euch darauf einstellen. Also ich bin rot angezogen. Meine Freundin ist dabei, ist eine Blondine. Der Timo ist dabei, der wird wahrscheinlich irgendwas Schwarzes anziehen und irgendwelche komischen Stiefel. Dann haben wir noch den Nick dabei. Wie der rumläuft, weiß ich auch nicht, aber der sieht normalerweise relativ normal gekleidet aus. Und ich weiß gar nicht, wer noch mitkommt. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Aber wird sich schon finden. Also wenn ihr das unbedingt wollt, dann haltet nach sowas Ausschau. Werdet da mit Sicherheit fündig werden. Ansonsten wünsche ich euch natürlich allen alles Gute. Ich bedanke mich nochmal vielmals bei euch, dass ihr mir so oft zugeschaut habt. Der Kanal wird natürlich an sich erstmal online bleiben. Ich lasse alle Videos online. Ich werde jetzt nichts löschen oder so. Ich behalte mir auch vor, das jederzeit wieder aufzunehmen. Sag jetzt nicht, dass ich endgültig weg bin und auf Nimmerwiedersehen oder so, aber momentan einfach nicht die Lust danach. Ich finde es auch schön, wenn ihr nicht ständig dann nachfragt, wann kommt die nächste Folge, was bla bla bla. Ich werde solche Kommentare nicht beantworten. Wenn jetzt noch irgendwer Fragen hat oder mit mir irgendwie reden will oder so, klar beantworte ich normale Kommentare gerne noch. Klar könnt ihr mir immer noch bei Facebook oder bei Steam schreiben, ich habe vorhin schon gesagt, oder ins Teamspeak kommen, wenn ihr die IP habt. Alles kein Problem. Aber nach so einem Video dann zu fragen, weiß ich nicht, wann kommt die nächste Folge My Summer Car oder Gear City oder was auch immer, finde ich dann ein bisschen unverschämt und deswegen werde ich darauf nicht eingehen. Bis dahin, alles Gute, ich bin der Vince, ciao.